Moin Moin und herzlich willkommen. Wir befinden uns in einem Ausrüstungstutorial für die Cataphract-Reihe. Ich stelle euch heute vor den Iliamuro Metz. Das ist dieser Hero Mech hier, den ich Vimes genannt habe. Dann habe ich den Mech, den ich Staccato nenne. Das ist meine CTF-4X-Variante und mein Little Atlas ist die 1X-Variante. Gut, ich starte mit dem Iliamuro Metz. Der Hero Mech, den muss man mit echten MC kaufen, also mit richtigem Geld. Nicht mit diesen C-Builds. Das bitte ich zu beachten, falls ihr vorhabt, irgendwie diese Variante zu kaufen. Seid euch darüber im Klaren, dass ihr hier ein paar Euro investieren müsst für. Gut, starten wir durch. Die Upgrades, die ich eingebaut habe, ist an dieser Stelle normale Standard-Armor. Die Struktur ist Endo-Steel natürlich, um Gewicht zu sparen. Und die Heatsinks habe ich auf Double Heatsinks gestellt, damit er die Hitze besser unter Kontrolle hat. Springen wir ins Loadout. Da könnt ihr sehen, auf dem Center Torso eine Standard Engine 210. Warum ich diese Engine eingebaut habe, erkläre ich gleich noch. Ich erkläre auch gleich noch, dass mir das nicht gefällt. Aber für den Moment, ich habe ihn ausgerüstet mit dem 210er. Dann habe ich zwei Ultra AK-5 Munition hier im Center Torso drin. Dann springe ich mal auf den Kopf. Da ist noch eine Ultra AK-5 Ammo drin. In den Beinen jeweils 2 Tonnen Ultra AK-5 Ammo. Dann haben wir im rechten Arm eine Ultra AK-5. Den Medium Laser, im rechten Torso ein Medium Laser, ein Ultra AK-5, im linken Torso ein Medium Laser, ein Anti-Missile-System, ein Double Heatsink und die Munition für das Anti-Missile-System eine Tonne und im linken Arm die Ultra AK-5 und eine weitere Tonne Ultra AK-5 Munition. Die Ultra AK-5, also drei Stück davon, sind eine sehr lustige Waffe, haben eine extrem hohe Feuerfrequenz, können für großartigen Schaden sorgen, auch für großartige Schocks bei den Gegnern, wenn sie damit beschossen werden, weil doch so viele Kugeln auf einmal kommen. Ist aber auch sehr schwer zu spielen, weil die Ultra AK-5 durch die hohe Feuerfrequenz ein sehr gutes Zielvermögen beim Schützen erfordert. Ansonsten gehen halt einfach sehr, sehr viele Schüsse in die Botanik und da richten sie keinen Schaden an, sondern sorgen höchstens für ein Grinsen auf dem gegnerischen Pilotengesicht. Dieses Grinsen will keiner bekommen und aus diesem Grund ist es halt ja hier angebracht zu überlegen, ob man das wirklich so spielen kann. Ich persönlich empfinde das noch als eine der besseren Varianten, den Iliamuro Matt auszurüsten, zumindest als eine der launigeren. Man kann ihn auch mit Gauss Rifles ausrüsten, da verliere ich auch gleich ein paar Worte zu. Was man an dieser Variante jetzt noch ändern könnte, was ich aber nicht werde, weil ich diesen Mech nicht mehr allzu lange spielen werde, ist, die Engine auszutauschen. Und zwar kann man statt der 210er hier eine 225er Standard-Engine einbauen. Eine Sekunde. Die ist hier oben. Warum habe ich jetzt die 210er drin, wenn ich damit nicht einverstanden bin und die 225er empfehle? Ganz einfach, die 210er lag bei mir rum, die 225er nicht. Ich will das Geld nicht mehr ausgeben dafür, weil ich, wie gesagt, diesen Mech nicht mehr allzu lang spielen werde. Dementsprechend aber als kleiner Tipp, nehmt die 210er raus und nehmt die 225er rein. Das spart euch den Double Heatsink hier und es spart euch auch die Ultra AK-5 Ammo hier. Wenn ihr die beide rausnehmt, habt ihr locker die Tonnage dafür über und könnt immer noch gut abrocken. Vor allen Dingen ist der Mech dann etwas schneller als hier Atlas-Geschwindigkeit. Das ist das größte Manko in meinen Augen an dieser Variante, die ich hier spiele, ist, das ist einfach ein wahnsinnig langsamer Mech. Jetzt werden einige sagen, ja, dann bau doch eine XL-Engine ein, kannst du eine größere nehmen für weniger Gewicht. Ja, könnte ich machen, aber ich mag bei der Panzerung, und hier werft man bitte einen Blick auf die Panzerung, es sind nur 44 Punkte in den rechten und linken Torso drin. Und bei einer XL-Engine sind das zwei AK-20 und Medium Laser und schon bist du offen. Das kommt gerade beim Brawlen doch häufig vor. Und da ich mit diesem Mech zwar immer versuche, auf Direct Fire Support zu gehen, also auf Unterstützungsfeuer und dementsprechend versuche, ein bisschen Abstand zu halten. Es gelingt mir nicht so gut, ich gehe dann doch immer wieder irgendwie in den Nahkampf rein und dann ist eine Standard-Engine einfach besser, weil man nicht sofort stirbt und man möglicherweise noch ein bisschen Schaden anrichten kann. Ja, das gesagt, kann man diesen Mech auch noch komplett anders ausrüsten. Und zwar würde ich da folgenden Vorschlag machen. Weiterhin die 225er Engine drin behalten im Center Torso, auch eine Standard. Dann baut man in den rechten und in den linken Arm jeweils eine Gauss Rifle ein. Man hat dann noch Platz für 6 Tonnen Gauss Munition, 2 Medium Laser und 0,5 Tonnen für zum Beispiel einen Small Laser hier an der Seite. Oder man reduziert noch ein bisschen Rüstung und baut sich noch für eine Tonne irgendwas Lustiges ein, vielleicht auch noch eine weitere Gauss Tonne. Oder man verzichtet auf die beiden Medium Laser hier.
tut in rechten und linken Torso einen Small Laser rein und dann hat man auch das Gewicht, um sich ein AMS mit Munition zu kaufen. Das sind alles Geschmacksfragen. Ich persönlich habe den Gauss, den ihr als Gauss-Mech gespielt und tja, mein M ist einfach nicht so besonders, dass ich mit dem Gauss-Rifle da irgendwie versuche zu rocken. Das überlasse ich dann doch lieber Leuten, die gut snipen können und die dann ein besseres Gefühl für haben. Ich kann euch aber auch sagen, dass die Gauss-Variante sehr, sehr gut läuft, wenn man ein bisschen snipern kann, wenn man sich mit dem Advanced-Zoom-Modul eingedeckt hat. Da geht schon einiges. Also das kann ich auch durchaus für Leute, die gerne snipern, empfehlen. Der Cataphract rockt ab. Die Gauss-Variante kann man sicherlich auch mit den anderen beiden bauen, beziehungsweise mit dem Staccato hier kann man das bauen, mit dem 4X, da gehe ich jetzt mal hin, weil der die in den Armen hat, die Gauss-Rifles. Bei dem anderen müsste man das in Torso einbauen. Dann hat man natürlich nicht diesen großen Vorteil der Beweglichkeit der Arme für Snipern. Muss man wissen. Ja, machen wir mit dem 4X auch gleich weiter. Der 4X ist mein zweitliebster Cataphract, den ich fahre. Ihr könnt sehen, ich habe den hier mit einer sehr hohen Heat Efficiency. Das ist ein großer, großer Vorteil von dieser Maschine, die ich habe. Allerdings mit 30 Punkten Firepower. Wenn man sich das, wenn man das hier vergleicht. Der Inemuro-Metz hat 30. Der hier hat 30. Und dann geht man hier auf den 1X, der hat 45. Ist es natürlich auch nicht so besonders großartig. Aber ich erkläre euch sofort, warum ich diesen Mech hier sehr gerne mag und auch sehr gerne fahre. Als Upgrades habe ich eingebaut natürlich die Standard-Armor. An der Struktur habe ich nicht gespart. Hier ist Endosteel drin, um Gewicht zu sparen. Und bei den Heatsinks natürlich Double Heatsinks. Kleiner Tipp so am Rande, für alle Mechs, die ein bisschen größer sind, oder fast für alle Mechs sowieso, sollte Double Heatsinks und Endostahlstruktur Standard sein. Es gibt Mechs, die haben Waffen, die so groß sind, dass sich Endostahl einfach, dass sich das nicht rechnet, wenn man zu wenig Slots hat danach und noch Tonnen über hat. Dann sollte man es wieder rausreißen. Wenn man das vorher nicht genau weiß, wie der Mech ausgerüstet wird und man fängt an rumzubasteln und man weiß noch nicht genau, was man in diesen Mech reinstopfen will und deswegen kauft man sich vor allem schon mal Endostil, macht das nicht. Denn das Rausreißen von Endostil kostet wieder 350.000 C-Bills. Das wollt ihr nicht bei allen Mechs machen. Das ist einfach zu teuer. Wenn ihr kostenlos versucht, also wenn ihr gerne kostenlos möchtet, dass ihr rumbasteln könnt und nichts dafür ausgebt und auch probieren wollt, ob das mit Endostahl besser ist oder ohne, ob ihr die Slots habt, ob ihr die Tonnen habt. mwo.smurfy, also smurfy-net.de. Ich werde das auch nochmal verlinken in diesem Video unten. Die Smurfy-Seite ist wunderbar. Smurfy hat einen ganz großartigen Job gemacht, darin alle Waffen, alle Stats von den Mechs, alle Mech-Varianten zu integrieren. Und wenn man auf die Mechs drückt oder oben auf der Seite auf MWO Mech Lab, kommt man in ein Mech Lab rein, wie der Name schon sagt, das so ähnlich aufgebaut ist wie das hier, ein bisschen einfacher zu übersehen. Auf der rechten Seite habt ihr so ein Dropdown-Menü, wo ihr Waffen und Ausrüstung auswählen könnt. Auf der linken Seite habt ihr die Stats von dem Mech und in der Mitte habt ihr so aufgegliedert das Ausrüstungsdiagramm von dem Mech. Dort könnt ihr kostenlos rumprobieren, wie ihr den Mech ausrüsten wollt. Links unten habt ihr auf der Seite von ihm die Möglichkeit, Artemis einzustellen, Endostahl, Ferrofibrus und Double Heatsinks. Das wird dann automatisch im Mech geändert. Und dort könnt ihr vorher euch die Variante, die ihr am liebsten spielen wollt, zusammenbauen. Könnt ihr das Ding sogar speichern und als Link hinterlegen, könnt das Leuten quasi rüberlinken, die können auf den Link klicken, dann sehen sie, wie ihr euren Mech ausgerüstet habt und ihr könnt das dann einfach quasi abschreiben in dieses Mech-Lab hier bei MWO Online. Das ist also eine ganz hervorragende Sache. Gut, zurück zum Loadout von diesem Mech hier. Ja, ich habe hier drin eine 250er Standard-Engine, die bringt mir ein kleines bisschen mehr Speed hier oben, im Speed-Tweak dann noch ein bisschen mehr. Das ist schon eine ganz angenehme Geschwindigkeit, mit der kann man arbeiten. Sie ist noch nicht berühmt, aber sie gibt mir genügend Tonnage nachher, um das zu tun, was ich will. Auch wieder hier bitte darauf achten, ich habe eine Standard-Engine drin. Ich mag meine Brawler ohne XL. Ja, ich kann das nicht oft genug betonen. Auch hier der Cataphract hat an der Rüstung auf den rechten und linken Torso einfach nicht genug Punkte vorne, als dass man hier ernsthaft irgendwie darüber nachdenken könnte, eine XL-Engine einzubauen. Vor allen Dingen, weil die Leute wissen, man schießt hier drauf auf diese beiden großen Buckel und dann trifft man. Da sollte man sich keine Illusion machen, dass die Gegner das nicht sehen. Gut, zurück zum Loadout. Ich habe hier im Center Torso zwei Medium-Laser eingebaut. Das ist meine Sekundärbewaffnung. Dann gehen wir hier mal auf den linken Arm. Da ist eine AC-10 drin.
Im linken Torso habe ich zwei Double Heatsinks. Im rechten Torso habe ich auch zwei Double Heatsinks. Im rechten Arm eine AC-10. Unten in den Beinen jeweils 2 Tonnen AC-10 Munition und im Kopf eine weitere Tonne AC-10 Munition. Die AC-10 Munition kommt pro Match für mich gerade so hin, ganz gut sogar. Ich habe so manchmal Matches, wo ich die letzte Tonne mit dem letzten gegnerischen Mech verschieße und dann vielleicht noch zwei Mediumsalven draufhauen muss. Aber die Tonnage kommt für mich persönlich ganz gut hin. Es gibt sicherlich Leute, die ein bisschen gerne ein bisschen öfter schießen. Man kann bei dieser Variante im Zweifelsfall auch jeweils auf den Double Heatsinks in den Torso-Seiten verzichten. Der ist immer noch relativ gut von der Hitzeentwicklung her und kann das dann in Munition umsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe für diese Variante natürlich auch noch andere Varianten ausprobiert. Dadurch, dass diese Variante in beiden Armen zwei Ballistic-Slots hat, kann man hier folgende Spielerei machen. Man kann sich 4 AC-2s einbauen. Ihr könnt hier sehen, die habt ihr auch mal gekauft gehabt. Das ist ein ziemlich schnelles Feuer, also wirklich fast wie ein Maschinengewehr. Irritiert den Gegner höllisch, hat eine sehr hohe DPS-Zahl. Wenn man gut zielen kann und das auf einer Torso, also auf einer Torso-Seite zum Beispiel hält, ist die auch wahnsinnig schnell weg durch die hohe Feuerfrequenz. Aber ist nicht ganz so mein Ding. Mir hat das nicht so viel Spaß gemacht. Dann gibt es die Variante mit 4 AC5. Das hat eine höhere DPS als, also Damage per Second, Schaden pro Sekunde, ja, für alle, die es nicht kennen, als 2 AC10s, obwohl es insgesamt hier 20 Punkte Schaden macht, links, rechts, ne? 2x10. Und hier auch, links, rechts, 2x5, sind auch 2x10, sind 20 Punkte. Aber dadurch, dass die Feuerfrequenz höher ist, kann man hier mehr Schaden anrichten. Allerdings verliert man auch Gewicht. Ihr könnt hier sehen, die AC5 hat 8 Tonnen, wiegen also 4 Stück zusammen, mehr als 2 AC10s, die jeweils 12 Tonnen wiegen. Kann man machen, muss man XL-Reaktor einbauen oder man muss anders Gewicht sparen auf dem Mech, ist nicht mein persönliches Lieblingsding. Mag ich nicht so gerne. Also, das kann sicherlich sehr gut funktionieren, wenn man einen guten Aim hat, aber für mich ist das nichts. Auch hier kann man natürlich die Gauss-Variante spielen mit einem Gauss-Rifle links-rechts. Dann hat man hier natürlich dann immer nur einen Ballistic-Slot ausgenutzt, wie bei der AC-10. Aber auch das ist nicht so mein Ding, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Die AC-10 macht wahnsinnig Laune. Ich habe sie in anderen Mech-Spielen nicht gemocht, weil das irgendwie für mich kein Fleisch, kein gar nichts war, kein Gemüse. Die AC-2, die AC-5 haben wenig Einzelschaden. Die AC-20 ist meistens die bessere Wahl, weil sie einen großen Rums hat. Aber bei MechWarrior Online rocken die AC-10s. Sie haben eine gute Reichweite. Zwei von den Dingen machen genauso viel Schaden wie eine AC-20. Sie haben eine gute Schussfrequenz. Ich mag die auf dem Cataphract 4X. Kann ich einfach nur empfehlen. Wer die noch nicht ausprobiert hat, einbauen, abrocken, freuen. Ist echt wahr. Gut. Sind wir durch mit der zweitliebsten Variante? Dann habe ich hier noch den Little Atlas. Der heißt nicht ganz umsonst so Little Atlas, also kleiner Atlas. Meine Upgrades: keine Ferrofibus-Rüstung, sondern Standardrüstung. Bei der Struktur natürlich Endostahlstruktur. Bei den Heatsinks natürlich Double Heatsinks. Gut, das Loadout sieht ein bisschen anders aus. Ich habe hier eine Standard-Engine 300 eingebaut mit zwei Engine-internen Heatsinks, also Double Heatsinks in diesem Fall. Mit der 300er-Engine ist der Cataphract endlich so schnell, wie ich ihn wirklich gerne mag. Ganz im Ernst, Geschwindigkeit ist in diesem Spiel Leben. Man darf das einfach nicht unterschätzen. Und eine höhere Engine-Stufe bringt auch einen kleineren Turn-Radius bzw. einen besseren Turn-Radius vom Oberkörper. Das liegt einfach daran, dass quasi mehr Dampf hinter der Maschine hängt und sie die Beschleunigung der Torsobewegung erhöht. Das ist ein Fakt, der nicht so wahnsinnig weit verbreitet ist. Ich kann euch jetzt auch keine Zahlen geben, habe ich nicht recherchiert. Interessiert mich auch gar nicht so doll, wie viel Prozent das dann sind. Aber es bringt ein bisschen was. Und mir persönlich gefällt dadurch der 1X mit meiner 300er Engine einfach am besten. Er hat eine sehr hohe Wendigkeit, er hat eine sehr hohe Geschwindigkeit. Ich kann damit Leute umrunden, ich kann sie ausmanövrieren, das ist einfach super. Ich gehe mal hier auf den linken Arm, da ist ein Medium Laser drin, wie ihr sehen könnt. Im linken Torso habe ich auch ein Medium Laser. Dann habe ich hier drei Double Heatsinks. Ja, da kündigt sich schon ein bisschen was an hier. Dann habe ich im rechten Torso ein Medium Laser und die AC20. Im rechten Arm habe ich zwei Medium Laser, ein Double Heatsink. Dann habe ich im Kopf nichts und in den Beinen jeweils 2 Tonnen AC-20 Munition. Das macht insgesamt eine AK-20 und 5 Medium Laser.
Dieser Mech hat von der Hitzeentwicklung hier 2 in 1,31 stehen, aber Vorsicht, wenn ihr die Medium Laser immer zusammen abschießt, so wie ich das gerne mache, nach ein paar Salven ist da auch Ende. Sie kann allerdings, diese Variante kann allerdings gut 2, 3 von diesen kompletten Laservolleys und mehrere Schüsse AK-20 hintereinander raushauen, ohne dass sie überhitzt, was sie in Verbindung mit ihrer hohen Geschwindigkeit zu einem echten Nahkampfkiller macht. Das Ding wiegt nur 70 Tonnen, ich habe ihn nicht ohne Grund kleiner Atlas genannt. Der spielt sich fast so wie ein wirklicher echter Atlas, also mit viel Feuerkraft auf kurze Reichweite. Allerdings ist er einfach viel manövrierfähiger. Ich kann diese Variante nur empfehlen, damit habe ich am meisten Spaß von allen Cataphracten gehabt. Man kann den sicherlich auch anders ausrüsten. Diese 5 Energy Slots, die man hat, sind natürlich, man kann da auch Large Laser reinklopfen oder ähnliches. Ich persönlich muss sagen, nee, will ich nicht. Die AK-20 ist meine Lieblingswaffe, ist einfach der größte Bums und macht am meisten Laune. Und dazu die Medium Laser sind bei den Lasern einfach die effizientesten für Gewicht zu Schaden und Hitzeverhältnis. Ja, damit kann man nichts falsch machen mit dem Cataphract hier. Ich garantiere euch, wenn ihr den spielt, ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe in der Waffenkonfiguration bei dem hier die Medium Laser einmal in der gesamten Gruppe und einmal als Chainfire. Ich persönlich schieße sie fast nur in der gesamten Gruppe ab. Muss man wissen, mit der Hitze halt, spielt sich wahnsinnig toll. Habt ihr in den Videos sicherlich schon gesehen. Ja, meine Empfehlung bei den Cataphracts 1X, eine AK-20, 5 Medium Laser, Double Heatsinks da reinschmeißen und gut ist die Laune. Ja, soviel zu den Cataphracten. Falls ihr da noch Fragen habt, falls ihr auch Anregungen habt von mir aus, was ich noch nicht erwähnt habe, immer her damit. Ich habe als nächstes, was ihr hier schon sehen könnt, ich habe hier einen Big Daddy, einen Stalker. Das wird die nächste Ausrüstungsreihe, wird noch ein bisschen dauern. Ich muss dann noch 2 Stalker kaufen. Ich will jetzt auch nicht, bin ich da so lange drauf, jetzt habe ich schon Linsen können. Da will ich nicht zu viel drüber verraten, wie ich die spiele, seht ihr in den Videos sowieso mit der Ausrüstung. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Und bis dahin einen schönen Tag noch. Tschüss, tschüss.